Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie die QEMU-QVM Hypervisor Kernel Module und den virtuellen Maschinenmanager im Linux-Betriebssystem installieren. Sie werden auch erfahren, wie man eine virtuelle Maschine mit Windows erstellt und wie man Daten von der Festplatte einer virtuellen QVM-Maschine wiederherstellt. QVM, Kernel Virtual Machine, ist eine vollständige Open-Source-Virtualisierungslösung für Linux-Systeme. Wie VirtualBox und VMware Workstation ist QVM eine Virtualisierungsinfrastruktur für den Linux-Kernel, die ihn in einen Hypervisor verwendet. Ein Hypervisor dieser Art ermöglicht es den Benutzern, isolierte Instanzen anderer Betriebssysteme innerhalb des Hostsystems auszuführen. Der Virtual Machine Manager ist ein QE-Programm, das Sie für die Verwaltung virtueller Maschinen benötigen und mit dem Sie eine virtuelle Maschine sowohl lokal als auch über das Netzwerk, zum Beispiel über verwalten können. Wenn Sie aus irgendeinem Grund VirtualBox oder VMware nicht unter Linux installieren können, können Sie QVM ausprobieren. Im folgenden Video zeige ich im Detail, wie man die Module installiert, um QVM von funktionsfähig zu machen. Als Beispiel Dienst Ubuntu 20.04. Bevor Sie mit der Installation von QVM beginnen, sollten Sie zunächst prüfen, ob Ihr Prozessor Hardware Virtualisierung und QVM Unterstützung unterstützt. Wenn der Befehl ein Ergebnis von 0 ausgibt, unterstützt der Prozessor keine Virtualisierung. In meinem Fall können Sie mit der Installation fortfahren. Installieren Sie dazu zunächst ein weiteres Testtool, in dem Sie den folgenden Befehl ausführen. Prüfen Sie dann, ob QVM verwendet werden kann, indem Sie folgenden Befehl eingeben. Wenn QVM unterstützt wird, zeigt das System eine Meldung an, dass die QVM-Beschleunigung verwendet werden kann. Bei Inkompatibilität wird eine Meldung angezeigt, dass QVM nicht gestartet werden kann. Vor der Installation sollten Sie die Repositories aktualisieren, indem Sie den Befehl Update ausführen. Um die erforderlichen QVM-Pakete zu installieren, führen Sie den Befehl install mit den Paketnamen aus. Die Software, die eine Hardware-Emulation des QVM-Hypervisors bietet, ist QEMU-QVM. Konfigurationsdateien für den Betrieb von libvirt als Systemdienst libvirt Daemon System. Software zur Verwaltung von Virtualisierungsplattformen libvirt Clients. Eine Reihe von Befehlzeilen-Tools zum Konfigurieren von Ethernet Bridges, Bridget Utils. Eine grafische Benutzeroberfläche und unterstützende Befehlzeilen dieses Programms für die Verwaltung virtueller Maschinen über libvirt Virt Manager. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie Ja ein, drücken Sie Enter und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Nachdem Sie die QVM-Pakete installiert haben, führen Sie die Befehle zum Starten und Aktivieren des automatischen Starts beim Systemstart aus. Wenn der Manager der virtuellen Maschine einen Fehler anzeigt, starten Sie das System neu. Sobald der Server konfiguriert ist, starten Sie den virtuellen Maschinenmanager mit dem Befehl oder über das Anwendungsmenü, indem Sie auf die Programmfertigung klicken. Um eine virtuelle Maschine zu erstellen, klicken Sie auf das Computersymbol in der oberen linken Ecke. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die Option zur Installation der virtuellen Maschine mit einem ISO-Image und klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Fenster geben Sie den Pfad zu dem zuvor heruntergeladenen ISO-Image des Betriebssystems an, indem Sie auf die Schaltfläche Browser klicken. Markieren Sie es und klicken Sie auf Chrome Resolve und Weiter. Geben Sie dann die Menge des Arbeitsspeichers und die Anzahl der Prozessor ein, die Sie der virtuellen Maschine zuweisen möchten. Geben Sie schließlich einen Namen für diese virtuelle Maschine an und klicken Sie auf Fertigstellen, Finish. Danach wird eine virtuelle Maschine automatisch gestartet und die Installation des Betriebssystems auf dem Image beginnt. Für weitere Details zur Installation des Betriebssystems gibt es separate Videos auf dem Kanal.
Datenverlust ist bekanntlich ein unvermeidliches Problem für jeden PK-Benutzer. Die Ursachen für Datenverluste auf virtuellen Maschinen können folgende sein. Versehentliches Löschen von Dateien, Formatieren der Festplatte, virtuelle Datei ist nicht eingehängt, Beschädigung der Indexdateien, unerwartetes Herunterfahren des Computers, Auffall des Hypervisors und so weiter. Um die Dateien Ihrer virtuellen Maschine wiederherzustellen, benötigen Sie eine spezielle Software, die Ihnen hilft, verlorene Informationen wiederherzustellen. Eine Datenwiederherstellungssoftware. Sehen wir uns zunächst an, wo und wie die Dateien der virtuellen Maschine selbst wiederhergestellt werden können, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht gestartet werden kann, das Betriebssystem nicht hochfährt oder die Dateien versehentlich gelöscht oder beschädigt wurden. Um die Dateien der virtuellen Maschine von der Festplatte wiederherzustellen, verwenden Sie Hetman Partition Recovery. Das Programm unterstützt alle gängigen Dateisystemformate und hilft bei der Wiederherstellung von Daten im Falle von Löschung, Formatierung, Software und Hardwarefehlern. Schließen Sie das Laufwerk an das Windows-Betriebssystem an und führen Sie die Überprüfung durch. Sie finden die Dateien der virtuellen KV-Maschine in folgendem Pfad. Der Dateiname entspricht dem Namen der virtuellen Maschine. Es handelt sich um eine Datei mit der Erweiterung QWOW2. Stellen Sie es an einem beliebigen Speicherort wieder her. Wenn Sie einen Computer mit einem Linux-Betriebssystem haben, können Sie versuchen, sie ohne zusätzliche Software zu erhalten. Laden Sie die Datei der virtuellen Maschine in einen Manager, führen Sie ihn aus und erhalten Sie die benötigten Informationen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, die virtuelle Maschine nach der Wiederherstellung zu booten oder ein Fehler beim Start auftritt, ist kein Problem. Laden Sie die Datei in unser Programm und stellen Sie die Daten daraus wieder her. Drücken Sie dazu im Programmfenster aus Tools, Mouse Disk. In dem sich öffnenden Programmfenster werden Sie aufgefordert, den Typ den Disk Image auszuwählen. Suchen Sie in der Liste nach dem Namen der virtuellen Maschine, auf der er erstellt wurde, oder nach der entsprechenden Dateiweiterung weiter. Geben Sie den Pfad zu den Ordner mit den Dateien an und klicken Sie auf Ordner auswählen. Die Software lädt alle Dateien der virtuellen Maschine in diesem Ordner. Wenn Sie eine bestimmte Datei benötigen, entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkärtchen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen, um die Datensuche zu starten. Wählen Sie dann die Art der Analyse aus und führen Sie zunächst schneller Scan durch. Wie Sie sehen können, hat das Programm problemlos alle Dateien gefunden, die sich noch auf dem Laufwerk befinden. Die roten Kreuze zeigen an, dass die Dateien gelöscht wurden. Wenn Sie auf eine Datei klicken, können Sie deren Inhalt im Vorschaufenster sehen. Um die gesuchte Datei schnell zu finden, gibt es eine Suchfunktion nach Namen. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen, geben Sie das Laufwerk an, auf dem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie auf Speichern. Wie Sie wissen, bieten virtuelle Maschinen den besten Schutz von plötzlichen Datenverlust. Sie bieten zwar mehr Sicherheit, können sie aber nicht vollständig vor Datenverlust schützen. Es kann zu Softwareabstürzen, unerwarteten Systemabschaltungen, menschlichen Fehlern wie dem versehentlichen Löschen von Dateien oder dem Formatieren der Festplatte und so weiter kommen. Bei Datenverlusten von virtuellen Maschinen entspannen wir die Verwendung des leistungsstarken Datenrettungstools Hetman Partition Recovery. Das Programm unterstützt die gängigen Dateienformate für virtuelle Festplatten. VMDK, WD, VHD, VHDX, HDD, HDS, QCOV, QCOV2, Image, COV, GET. Mit der Testversion der Software können Sie vor dem Kauf der Vollversion überprüfen, ob sie funktioniert. Die Vollversion wird nur zum Speichern von Dateien benötigt. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.
während Sie das Video auf diesem Kanal sehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.